Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Thomas Grillhaus. Wir wollen wieder Fett verbrennen und ein Video machen. Und heute haben wir für euch Gyros aus dem Dutch Oven. Wir haben ja schon mal Gyros gemacht am Drehspieß. Das war auch super klasse. Aber heute machen wir es mal aus dem Dutch Oven. Da brauchen wir auch wirklich gar nicht viel für. Wir brauchen zu einem Feta-Käse, Frühlingszwiebeln. Dann hat die Firma Ankerkraut ein super Gyros-Gewürz, Smoking Choice. Klar, wir können jetzt auch selber mischen, aber wenn man sowas kaufen kann, benutze ich lieber das. Und wir brauchen Brühe. Erstmal einen halben Liter, aber ich habe schon einen Liter gemacht, um nachher nachzugießen. Und natürlich das Wichtigste, circa 2,5 bis 3 Kilo Nackenfleisch. Ja, wie ihr das schneidet, könnt ihr im Gyros-Video sehen, im ersten. Aber ich denke, das weiß sowieso jeder. Am Stück kaufen, dann in so Scheiben schneiden, wie ein Schnitzel ungefähr. Und dann ist das gut. Ja, okay, fangen wir mal mit dem Würzen an. Wie gesagt, Ankerkraut, Smoking Choice, klasse Zeug. Aber wir brauchen so viel, wir machen den ganzen Deckel ab. Und da muss man jetzt auch wirklich nicht mit sparsam sein. Das schmeckt na ja super, wenn da richtig viel dran ist. Da kann man auf jeden Fall bei der Menge, beim 9er Dutch Ofen, da kann auf jeden Fall eine halbe Dose von dem Smoking Zoll, locker rein. Deswegen, ich mariniere das mal eben. Ich kippe das einfach drüber, rührt das ein bisschen durch. Das mache ich jetzt mal eben und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, Freunde, Fleisch ist mariniert. Schaut euch mal an, herrlich. Dose ist leer, ja, nichts mehr drin. Ist aber nicht schlimm. Jetzt könnt ihr das, ist ja nachher lang genug im Dutch Oven, dann nimmt das genug Geschmack an. Wer jetzt möchte, kann das auch noch ein bisschen kalt stellen und einziehen lassen. Da scheinen sich die Geister. Ja, aber meine Erfahrung zeigt mir, man kann das jetzt direkt weiterverarbeiten. Geschmack nimmt es genug an. Wir fangen jetzt mal an, den Dutch Oven zu schichten. Deswegen, wir haben den jetzt etwas quer gestellt oder hochkant eher gesagt. Und vorher habe ich den einfach nur ein bisschen Sprühfett reingemacht und dann einmal mit einem Küchentuch, also mit so einem Zewa-Küchenwisch- und Wegrolle, habe ich den einmal ausgewischt. Ja, jetzt ist der gut gefettet. So, und jetzt nehmen wir unseren Lappen, legen den hier rein. Oder wir können auch zwei nehmen, wir können den ein bisschen höher legen. So, dann machen wir mal so. Und dann legen wir einen anderen, legen wir noch hier so rum. Ja, das ist besser. Würde ich sagen. So, dann fangen wir einfach mal mit Feta an. Ganz normaler, handelsüblicher Feta, den ihr im Supermarkt kaufen könnt. Nicht mit Span. So, dann legen wir ordentlich rein. Ja, guck mal. Boah, sieht jetzt schon sensationell aus. So, super. Nächsten Lappen legen wir so rüber. So, noch ein hier rüber. Oh, ist mir umgefallen. So, müssen wir ein bisschen aufpassen. So, also wie gesagt, das ist jetzt alles nicht. So, und jetzt nehmen wir Frühlingszwiebeln. Streuen die hier so ein bisschen drüber, drücken die so ein bisschen rein. Braucht ihr auch nicht mit sparen. Ihr könnt natürlich auch, soll ich schon wieder erwähnen mit der Zwiebelallergie, ihr könnt natürlich auch normale Zwiebeln nehmen. Ja, wir weichen nur auf Frühlingszwiebeln aus. Warum, wisst ihr. So, dann machen wir weiter. Nächsten Lappen rein. Ah, Leute. Das riecht schon jetzt schon gut. Allein dieses Gewürz ist schon sensationell. So, jetzt backen wir wieder Käse und so wechseln wir immer ab. Ja, ich mache das jetzt fertig und dann sehen wir uns gleich mit dem fertigen bebackten Dutch Oven. So, fertig ist das. Dutch Oven ist voll. Ja, sieht doch super aus, oder? Finde ich jetzt schon klasse. Wir gehen dann jetzt zum Grill und stellen den einfach rein, machen den Grill an, 200 Grad und dann lassen wir das ganze 3 Stunden am Grill. Ja? Wir treffen uns am Grill. Bis gleich. So, am Grill angekommen. Da steht unser herrlicher Topf. Schmeißen wir mal eben zusammen hier das Monster an. So, wir machen jetzt natürlich
Achso. Ja, da ist er. Wir machen jetzt natürlich indirekte Zone. Ja? Wir machen, je nachdem wie groß euer Grill ist, ich mache jetzt links meinen Flimmer an, rechts meinen Flimmer an, stelle den Topf in der Mitte. Zum Anfang mache ich noch eben den Heckbrenner mit an, damit ich genug Temperatur reinbekomme. Ja, so, und so lasse ich das Ganze jetzt auf volle Pulle, stelle das ein, bis ich meine 200 Grad habe und mache zu. So, hat der Grill jetzt 200 Grad, lasse ich den 3 Stunden auf 200 Grad da drin. Ich würde aber trotzdem noch mal jede 3-4 Stunden eben einmal gucken, Deckel annehmen, aber natürlich mit dem Handtuch oder mit dem Topflappen, der wird nämlich richtig heiß, würde ich noch mal eben ein bisschen Brühe nachkippen. Ja, deswegen, ich habe mir von Anfang an, normal braucht man 1,5 Liter bei der Größe, ich habe mir direkt 1,5 eben gekocht und kann jetzt immer nachkippen. Okay, also ich stelle jetzt die Temperatur ein auf 200 Grad, das kriege ich jeder hin. Und dann, wir haben jetzt gleich 3:30, um 3:45 treffen wir uns hier nochmal am Grill und dann schauen wir mal einmal in den Topf rein, das erste Mal. Ja, alles klar, bis später. 45 Minuten sind um, Halbzeit im Fußball. Könnt es für euch Männer perfekt vorm Spiel draufstellen. Halbzeit Fußball gucken und danach geht aber wieder gucken nach der nächsten. Oh, guck mal, dampft doch hier schon mal toll. Ich nehme einmal hoch. Oh ja, man sieht gut, ist noch jede Menge Flüssigkeit drin. Brauchen wir auch nichts nachkippen. Deckel zu. Weiter geht's. In 45 Minuten kommen wir wieder. Bis gleich. So, Freunde, 3 Stunden sind um. Ich habe ungefähr bei der Hälfte der Zeit habe ich ungefähr noch einmal ein bisschen, ja, so 100, 150 Milliliter Brühe nachgekippt. Hat aber von der Flüssigkeit, war völlig ausreichend. Der Käse gibt ja auch noch viel ab, wenn er warm wird. Und jetzt gucken wir mal nach 3 Stunden, gucken wir mal rein. Boah, duften tut schon mega, qualmen tut es auch. So, schau mal. Boah, guck mal, wie das brutzelt und wie schön das aussieht. Ich würde sagen, wir treffen uns jetzt zum Probieren. Bis gleich. So, heißen Dutch-Ofen haben wir jetzt vom Grill geholt. Guck nochmal, komm, wir gucken nochmal. Oh. Das duftet klasse. Schließt mal den heißen Deckel an der Seite. So, hier ist unser Probierschälchen. Tzatziki haben wir natürlich dabei. Wie die geht, zeige ich jetzt nicht nochmal. Habe ich schon im vorigen Video im Souvlaki-Video gezeigt. Und auch der Salat, der dabei ist, der passt da super zu. Ja, so, jetzt hatten wir das ja relativ stückig. Jetzt gehen wir da mal einfach so rein mit der Gabel und drehen das. Und seht ihr, dann fällt das hier butterweich auseinander. Ich mache das nochmal. So, und so ein bisschen drehen und dann habt ihr das Gyros hier schön auf dem Teller. Das probieren wir jetzt mal natürlich. Grillzange kann ruhig da drauf bleiben. So, boah. Mit Tzatziki direkt. Ist das weich. Boah, Leute, schmeckt das gut, ey. Jetzt muss das nachzugehen. Ich kann das gar nicht aufpieken. Das fällt direkt auseinander. Ja. Also, macht das bitte nach. Ist total einfach. Ihr habt mit nichts zu tun. Ihr könnt Leute für 8:30 einladen. 6:30 stellt das auf den Grill. Dann könnt ihr, oder 5:30, dann könnt ihr alle schön zusammen essen, ohne dass ihr mal weg müsst von euren Gästen. Wunderbar, einfach gemacht, wenig Zutaten. Ich wünsche euch allen jetzt einen wunderschönen Abend. Wir werden jetzt das Gyros essen, verkosten, trinken dabei noch ein Bier oder ein Glas Wein. Natürlich gehört da auch ein Uso zu, ganz wichtig. Und dann habt noch alle einen schönen Samstagabend. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Thomas Grillhaus. Bleibt saftig. Bleibt gesund, bis bald. Ciao.